Guten Morgen, mein Name ist Daniel Kern von der Volksbank Pforzheim. Ich bin Gewerbekundenberater im Haus und ich mache mich heute Morgen auf den Weg zur Firma Opo Elektrotechnik, denn ich tausche meinen Anzug heute mit Arbeitskleidung der Firma Opo Elektrotechnik. Ich freue mich auf einen aufregenden und spannenden Arbeitstag mit vielen neuen Eindrücken und bin gespannt, was mich erwartet. Mein Name ist Oliver Eberle, ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Firma Oberle Elektrotechnik GmbH. So, ich habe mich umgezogen, habe mich in Arbeitskleidung geschmissen und mache mich jetzt auf den Weg zur Baustelle. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Die Mitarbeiter haben schon gemeint, ich werde heute ein wenig dreckig. Jetzt interessiert mich natürlich, was Sie hier so alles schon gemacht haben und am Ende natürlich, was ich heute machen werde, beziehungsweise jetzt zu Anfang. Also wir haben hier in dem Haus die komplette Ausführungsplanung gemacht, was Elektroinstallation angeht, in der Bustechnik, die BEB. Ist sehr individuell, jeder Kunde ist anders. Es ist kein Langeweile-Wörter, sondern man muss sich immer auf den Kunde einstellen, auf den jeweiligen seine Bedürfnisse erkennen und entsprechend dann auch umsetzen. Also das Zuhause ist eigentlich immer da, wo die Familie ist, wo die Freunde sind. Und da ist mein Zuhause, da ich in Pforzheim geboren, aufgewachsen bin, ist bei mir Pforzheim eigentlich mein Zuhause. So, nachdem wir jetzt so weit durch sind und die Baustelle eigentlich fertig ist, okay, unsere Fälle aus der Von der Pflegefeld fahren, da ist Fertiginstallation immer Mehrfamilienhaus noch zu machen. Es sind jetzt schon drei Leute dort, Lampe, Schrauber, Anschließer. Okay, da kann ich noch ein bisschen was arbeiten dann. Genau. Okay, schön. Die Aktion finde ich super. So sieht auch mal der Mitarbeiter der Bank, was seine Kunden auch da alles zu machen, was für Probleme das ist, wenn es bei uns sehr auf der Baustelle gibt, wo man mitdenken muss. Ja. Ich muss sagen, Sie haben sich wirklich sehr geschickt eingestellt, handwerklich. Dankeschön. Es hat wirklich Spaß gemacht. Es hat halt mal gesehen, was wir draußen haben, der Arbeiter. Ja, ja. Vielen Dank, dass ich heute mit Ihnen mitarbeiten durfte. Es hat mir Spaß gemacht und Freude bereitet. Aber ich muss aber sagen, meine zwei Dinge hängen vielleicht doch super an meinem Arbeitsplatz im Büro. Trotzdem Spaß, das macht das. Da hätte ich jetzt sofort eingeladen. Dankeschön.